YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel. Es haben sich wieder ein paar Sachen jetzt hier über die letzten zwei Wochen circa hier bei mir angesammelt aus dem Hause Splitter, Crosscult, Carlsen und eine Eigenproduktion. Und so kommt das wieder ein recht gemischter, sehr Independent-lastiger, sogar diesmal ohne irgendein Mainstream-Comic-mäßiger Lesestapel daher. Wir fangen mal an mit der ersten Sache, die es jetzt zu mir geschafft hat. Und da sind wir wieder beim Thema Lars, der seine Spuren bei mir hinterlassen hat, weil ich hatte das Comic das erste Mal beim Lars, als ich dort zu Besuch war und wir den Lesestapel des Todes 1 bis 3 aufgenommen haben in der Hand. Und zwar ist das in dem Fall Echo. Ist jetzt beim Splitter-Verlag im überformatige Hardcover erschien für 14,80 € und es hat mich einfach deswegen so begeistert, direkt wo es in der Hand hatte, weil die Zeichnungen einfach so unglaublich schön sind und ihresgleichen suchen, also wirklich. Ich habe hier noch so ein bisschen reingeblättert, als der Band erst bei mir angekommen ist, und das sind schon fast so wie Wimmelbilder, also diese wo es weiter Bilder, wo man immer die Figur drauf suchen muss, weil einfach so viele Details in den Zeichnungen zu finden sind, dass man sich in den Panels hier jeweils verlieren kann. Sieht unglaublich schön aus, zur Story kann ich euch tatsächlich gar nichts sagen, also ich weiß nur, dass das, was heißt ich weiß, es sieht halt nach Fantasy aus, also das Cover sieht nach Fantasy aus. Man sieht das auf dem Cover Spiegelwelt und New York so halb gespiegelt drauf steht. Und man sieht im Hintergrund das Empire State Building, vorne drauf dann das Mädel und den Drachen im Hintergrund. Also es sieht verdammt nach Fantasy aus und das verdammt schon gezeichnet. Freue mich schon, das Ding in den nächsten Tagen oder wahrscheinlich hier direkt nach diesem Lesestapel lesen zu können. Dann geht's weiter mit einem Titel, der dann tatsächlich nach Trash aussieht, nach purem Trash, und zwar Gunblast Girls. Ich hoffe, dass es genauso trashig ist, wie es sich anhört und das Cover vermuten lässt, also in dem Fall aber guter Trash. Zeichnungen sehen auch sehr cool aus, muss ich sagen. Geht schon fast ein bisschen in die Richtung von Echo. Gefällt mir sehr gut, was ich bis jetzt gesehen habe, aus erste Reinblättern. Kann auch gar nichts zu sagen, außer dass das Ding Gunblast Girls heißt. Es nach Trash aussieht und ich hoffe, dass es guter Trash ist. Review in den nächsten Tagen von mir. Dann geht's weiter mit den guten Crosscult Verlag und ein kleines Gewinnspiel, was wir dann jetzt gleich irgendwann jetzt hier abhandeln werden. Erstmal vorweg die erste Sache, die ohne Gewinnspiel läuft, und zwar ist das in dem Fall Paper Girls Band Nummer 4, ist jetzt endlich erschienen. Ich hatte es ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich war die Tage auf der Internetseite von Crosscult gewesen, um zu gucken, was da in den letzten Wochen so rausgekommen ist, und da hat mich der Schlag getroffen, dass Paper Girls Band 4 schon draußen ist, noch nicht bei mir liegt. Dann natürlich direkt bestellt, es liegt dabei mir, freue mich tierisch drauf. Die tolle Serie von Brian K. Vaughan, der ist einfach so unglaublich gut drauf. Auch hat Charaktere glaubwürdig rüberzubringen und Settings zu haben, die so kein Autor bis dato gehabt hat. Sei es bei Saga, was in meinen Augen das Beste ist, was man lesen kann. Sei es bei Why the Last Man, was mir auch richtig gut gefallen hat. Oder auch bei Paper Girls, was halt so ein bisschen in die Richtung Goonies und Stranger Things geht. Also unglaublich tolle Serie und letztendlich der vierte Band von mir. Und da ist auch noch zu erwähnen, dass der gute Brian K. Vaughan es geschafft hat, mit dem zweiten Band noch eine ganze Schippe auf den ersten draufzulegen, mit dem dritten Band nochmal darauf eine Schippe draufzulegen. Und so trifft der vierte Band auf jeden Fall ein schweres Erbe an, weil der muss jetzt nochmal eine ganze Stücke der dritte werden. Freue mich tierisch drauf. So, und dann kommt auch schon das Gewinnspiel. Und zwar war ich dann auf der Seite von Crosscult unterwegs, habe geguckt, was mir noch so fehlt von Crosscult oder beziehungsweise was ich noch unbedingt lesen möchte von Crosscult. Und dann habe ich das Cover von Drifter Band Nummer 3 gesehen und fand es einfach so cool, dass ich diesen Band unbedingt haben musste. Zu Hause angekommen dann, nachdem ich das Paket von der Post abgeholt habe und ich das Lesestapel-Video hier vorbereiten musste, gucke ich ins Regal und stelle fest, fuck, ich habe Band 3 schon. Und das ist sogar der Band, wo ich die Signatur und die Zeichnung vom guten Nick Klein reinbekommen habe. Und hatte den halt deswegen schon auf dem Schirm, weil das Cover halt ein anderes ist bei der normalen Version. Ich habe halt in dem Fall die Vorzugsausgabe. Sprich, Band 3 hat sich gedoppelt. Review findet ihr in der Beschreibung. Ich werde das einfach mal hier verlinken. Hab sogar schon eine Review dazu gemacht. Hat aber nicht auf dem Schirm, dass ich den Band schon zu Hause stehen habe. Kennt ihr das Problem? Ballert mal die Kommentare rein. Habt ihr euch auch schon mal aus Versehen was doppelt gekauft oder doppelt bestellt? Und demzufolge, wie gesagt, Band 3 jetzt bei mir. Da ich allerdings nicht der kreativste Mensch bin, was so Verlosungen angeht, habe ich mir jetzt mal was abgeguckt. Ich habe letztens bei so einem größeren YouTuber gesehen, dass der gesagt hat, bla bla, Gewinnspiel, das und jenes. Wer es zuerst schafft, 5 Kommentare hintereinander in die Kommentare reinzuballern, ohne von jemand anders unterbrochen zu werden, der kriegt das ganze Ding geschenkt. Die fand ich cool. Jetzt bin ich allerdings ein so viel kleinerer YouTuber, dass das bei mir wahrscheinlich dann der erste Kommentar bekommen würde. Deswegen machen wir es einfach anders. Schreibt einfach einen Kommentar. Es ist scheißegal, was ihr schreibt. Schreibt einfach nur zum Schluss das Wort Drifter und ich werde dann hingehen, einfach unter den ganzen Leuten, die hier als letztes Wort Drifter in ihrem Kommentar hatten, werde ich das Ding einfach irgendwie verlosen und dann eine Woche nach Veröffentlichung dieses Videos werde ich denjenigen in den Kommentaren anschreiben und der kriegt dann einen schönen Drifterband 3 Hardcover nach Hause geliefert.
Tolle Serie, Nick Klein ist einer der besten Zeichner, den es gibt, meiner Meinung nach. Und auch noch zu erwähnen, zurzeit zeichnet der Deadpool, das ist eine Independent-Serie, die bei Image erschienen ist und hammergeile Serie. Guckt in die Beschreibung, da findet ihr den Link zur Review vom ersten Band. So, dann auch bei mir gelandet, Seven to Eternity, Band Nummer 2 von Rick Remender und dort schließt sich der Kreis, den ich eben von letztes Mal geöffnet habe, weil als ich letztens vor dem Splitter Verlag Black Science gelesen habe, habe ich doch gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich schon mal was von Rick Remender in Independent-Bereich gelesen habe und dabei habe ich das vergessen. Seven to Eternity, eine der besten Serien. Ich habe letztens mit dem Lars war im Lesestapel des Todes noch darüber geschwärmt, wie toll dieses Ding ist, weil es halt Fantasy mal ganz anders darstellt. Diese ganze Story mit den Gottesflüstern einfach unglaublich spannend ist und das Ganze halt auch angelegt ist an das aktuelle Weltgeschehen, wo ich nicht weiter darauf eingehen möchte und nur sagen kann, Seven to Eternity, absolute Knaller-Serie und jetzt endlich der zweite Band bei mir zu Hause. Freue mich tierisch drauf, den in den nächsten Tagen lesen zu können. Dann eine Serie, die extremst gut ist, aber die bei mir auch so ein bisschen eingeschlafen war. Und zwar in dem Fall Gung Ho. Jetzt mit dem dritten Band. Ich habe die ersten beiden Bände schon unglaublich abgefeiert. Allein schon wegen der Zeichnung, die ich so unglaublich schön fand. Und das, obwohl sie am Computer gemacht sind komplett. Weil ich bin jetzt nicht der große Fan von Zeichnungen, die komplett am Computer stehen. Außer sie haben trotz dessen Seele. Das ist bei Gung Ho der Fall. Sehr tolle Serie und freue mich dann jetzt den dritten Band zu lesen. Da müsste auch schon bald der vierte erscheinen. Muss ich mal nachgoogeln, wann der vierte Band davon erscheint. Auf jeden Fall jetzt erstmal der dritte Band von Gung Ho. So, das war's dann mit dem Hose Cross Cult. Und zu guter Letzt kommt dann noch drei Bände aus dem Carlsen Verlag. Das ist in dem Fall dann Dragon Ball Band Nummer 4, Band Nummer 5 und Band Nummer 6. Ich habe jetzt die Tage aus Versehen direkt zwei Videos auf einmal von Dragon Ball veröffentlicht. Eigentlich war von mir geplant, dass jetzt jede Woche Freitag ein Dragon Ball Video kommt. Diese Woche kamen zwei. Ab nächste Woche kommt dann jede Woche ein Video zu Dragon Ball, wenn ich mit dem Lesen hinterherkomme. Die Serie ist weiterhin schafft mich so zu begeistern, dass ich da ein Band nach dem anderen hintereinander weglese. So, und zu guter Letzt dann noch eine Sache, die einen Kreis schließt, den wir irgendwann mal geöffnet haben. Und zwar Nigo Nigo. Wer den Kanal hier schon was länger verfolgt, wird Nigo Nigo schon mal auf dem Kanal hier gesehen haben. Und zwar wurde der gute Sinus und ich damals, da waren wir noch zu zweit, da war der Lars noch nicht mit dabei. Das war so circa ein Monat, nachdem ich den ganzen YouTube-Kanal hier gestartet hatte. Da wurden wir von den Leuten von Nigo Nigo angeschrieben, den zwei Jungs, die das ganze Ding zeichnen und schreiben. Und die hatten damals gefragt, ob wir das ganze Ding mal angucken wollen, ob wir das vielleicht mal auf unserem YouTube-Kanal vorstellen. Damals gab es noch so ein kleines Gratis-Heft und dann halt die Internetseite, wo jeden Tag irgendwie oder einmal im Monat ein Kapitel veröffentlicht wurde. Deswegen konnten wir damals zwar nicht so viel dazu sagen, habe aber ein ganzes Video hinbekommen, wo wir etwas darüber sagen. Jetzt ist es soweit, die Jungs haben jetzt endlich einen Verlag gefunden, der das ganze Ding in Deutschland veröffentlicht. In dem Fall der Piramont Verlag. Tatsächlich sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Habe ich noch nie was gehört von dem Verlag. Und dort ist jetzt im kleinformatigen Softcover der erste Trade erschienen für 12 Euro glatt und wird dann die Tage auch eine Review von mir zu kommen. Freut mich für die Jungs, dass sie einen Verlag gefunden haben. Und es ist echt unglaublich, wie viele Comic-Produktionen es zurzeit aus Deutschland gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mittlerweile so alle zwei Wochen irgendein selbstproduziertes Projekt hier auf dem Kanal vorstelle. Freut mich sehr. Und an der Stelle ist auch nochmal gesagt, an alle Leute, die das gerade gucken, die selber einen Comic machen, schreibt uns ruhig an comics86@web.de, wenn ihr ein eigenes Comic habt. Wir stellen sowas immer sehr gerne vor. Und das war es dann auch schon an der Stelle von mir. Ballert mal in die Kommentare rein, wenn was dabei war, was ihr euch auch gekauft habt und wenn ja, was. Und ansonsten vergesst nicht das Gewinnspiel, Drifter Band 3. Ballert einfach irgendeinen Kommentar in die Kommentare und wenn zum Schluss das Wort Drifter drin vorkommt, werdet ihr mit in den Lostopf reingeworfen, werdet innerhalb von einer Woche in den Kommentaren hier angeschrieben, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Oder beziehungsweise nur, ob ihr gewonnen habt, weil ich werde nicht auch alle Verlierer anschreiben, da würde ich ja an einem Tag E-Mail schreiben. So viel zu dem Thema. Wie gesagt, nutzt die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben, nach unten. Wow. Jetzt habe ich das ganze Video hier hinbekommen, verkackt den Schluss, ich lasse das jetzt so drin. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein! Yeah.